Ihr habt gesehen, oft zaubern mit YouTubern ist ein bisschen ausgelutscht. Deshalb habe ich gedacht, zaubern mit Profis. Und deshalb habe ich mir heute mal die erste und die erfolgreichste professionelle Magierin der ganzen Welt geholt. Perfekt. Den kann er nämlich selber noch nicht. Nee, also den kann ich auch noch nicht. Das ist ein ganz neuer, den er noch nicht kennt. Der geht hoch und runter. Der geht auch hinter dem Kopf. Oh, shit. Ja. Ja, du kannst theoretisch ganz auch so machen, aber es ist... Ja. Herzlich willkommen zu unserem Cardistry-Video hier. Wir legen heute richtig los. Heute wird nochmal gezaubert. Wir haben gestern eine fette Zaubershow hier gemacht. Ja. Ich nehme jetzt eine random Person aus dem Chat, die jetzt... Passi, nenn mir eine Zahl. Passi, komm, jetzt, wie wir es abgesprochen haben. 3, sagt er. 3, perfekt. Zwischen 6 und 20. Nehmen wir die 3. Perfekt, Passi. Einwandfrei. Elefanten, Tiger, Monster Trucks, alles war da. Ihr hättet dabei sein sollen, wenn ihr nicht auf Twitch dabei seid. Was macht ihr denn dann? Und heute machen wir einen Kartentrick. Es ist was ganz Besonderes, aber wir versuchen es einfach mal. Und ich habe dir ein Kartenspiel mitgebracht. Ja. Nein, das muss ich nicht erklären. Du kennst dich aus mit Karten. Von vorne alle unterschiedlich, von hinten alle gleich. Ist wichtig. Ja, ich werfe so ein paar Karten hin. Und wann immer du möchtest, egal wann, sagst Stop. Du irgendwann hier. Ja. Okay, möchtest du die oder die oder möchtest du die nächste? Ich hätte gerne die. Du möchtest die hier haben. Alles klar. So, dann schauen wir mal nach, was du erwischt hast. Wir schauen mal nach. So, wir nehmen die Karte. Und die Karte kommt hier wieder rein. Und wir verlieren die Karte irgendwo in der Mitte. So weit, so gut. So, jetzt ist meine Aufgabe rauszufischen, wo deine Karte ist. Und ich bin für mich gut. Ich bin jetzt irgendwo in der Mitte, ungefähr Stelle 26,5. Das war jetzt nicht clever, wenn ich mir überlege, dass ich gerade eigentlich wusste, wo die Karte ist. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich greife hier einfach mal hier ganz grob irgendwo in die Mitte vom Spiel rein und... Eher ungünstig gelaufen jetzt. Gut, dann machen es zwei Tricks in einem. Der hat sich einmal ist nach oben und hat sich verwandelt in den... Nee, gut, pass auf, wir machen es nochmal. Dafür reißen wir einfach hier einmal die Karte in Viertel. Und die machen wir einfach mal hin, mach mal da deine Hand drauf. Mach jetzt keine Faxen mehr mit irgendwas unter meiner Hand. Nein, Quatsch. Spürst du, wie langsam eine Taube erscheint? Nein, Quatsch. Pass auf, denn deine Karte war, glaube ich, eine rote Karte oder sowas. Irgendwie sowas... Warte, aber nah dran, war, glaube ich, Herz 2, glaube ich, war es, wenn ich es richtig gesehen habe. Herz 2, ja, aber habe ich mich ja komplett verschätzt. Hm. Da habe ich mich ja mal komplett verschätzt. Ja, schade. Kann man aber nichts machen. Dann ist jetzt natürlich die Situation, jetzt müssen wir uns durchimprovisieren. Jetzt müssen wir was versuchen, wie wir da aus der Situation wieder rauskommen. Und dafür können wir einfach die Karte einmal... Ich hatte gerade den Pik Buben rausgeholt, den habe ich zerrissen. Aber wenn ich den Pik Buben jetzt wieder habe, dann was hast denn du dann? Nerven zusammen. Hoffentlich noch eine Hand ist noch da. Oh Gott, ich habe Angst. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Das ist physikalisch unmöglich. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Da, ey, und Puzzeln auch noch wirklich krass. Ja, alles was ab 3 Jahren ist, kriege ich noch hin. So. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Pass auf, ich nehme mal hier die Puzzle noch mal hier alle zusammen. So. Bist du rechts oder links? Rechts. Halt mal die rechte Hand. Mach mal fest zu und fest zudrücken. So. Und wir versuchen jetzt mal Folgendes. Die Karten kommen alle weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt stell dir mal vor, du hast das Puzzleteil gerade wieder schön zusammengesetzt. Und stell dir mal vor, wie diese ganzen Fasern dann auch wieder so zusammenschmelzen. Und diese ganzen Teile langsam wieder zusammengehen. Wäre mega, oder? Sehr schön. Cool. Und deshalb habe ich mir einen Profi eingeladen. Also, deshalb, weil ich weiß, so funktioniert das auch. Schau mal nach. Gruselig, wenn Sachen unter meiner Hand erscheinen. Kannst du das mit Geld machen? Das würde ich gerne. Ja, ich kann Geld zerreißen und wieder zusammensetzen, aber das bringt dir im echten Leben nicht so viel tatsächlich. Einen habe ich noch. Hast du dein Handy da? Ja, ich finde das komisch, dass du keine Ärmel unten hast, weil wo kommen denn die Karten immer her? Du hast ja nicht mal Ärmel an. Die Karten? Das ist kein Problem. Ich habe ganz viele da. Hier ist eine und da und da und da. Kein Problem. Du hast ein Handy, perfekt. Ja, ab mein Handy. Und du darfst jetzt mal hier irgendeine Karte für uns nochmal rausziehen. Die ist perfekt. Und die darfst du einmal in die Kamera zeigen. Perfekt. Hab sie. Bevor du die Karte zurücksteckst, wir haben das gestern sowas ähnliches gemacht. Da nehme ich mal ungefähr die Hälfte der Karten und misch die nochmal Bild oben, Bild unten. Okay. Und du weißt, dass die Karten
wenn man das so macht, ist es halt sehr schwierig, die Karte irgendwie wirklich wieder zu finden, weil du weißt nie, ist sie oben, ist sie unten. Sag mal, stopp nochmal für mich. Stopp. Pack die Karte da verdeckt rein. Und genau, und nicht mehr vergessen. Und weg ist sie. Und gestern haben wir uns ganz viele Zauberer angeguckt. So, und es ist jetzt Zeit, dass du Zauberer wirst. Oh ja. Ich mach dich jetzt zum Zauberer, zur Zauberin. Und dafür darfst du einmal die Kamera aufmachen bei deinem Handy. Und du siehst, alle Karten sind Bild oben, Bild unten gemischt. Das ist ganz wichtig. Hast du offen? Okay, perfekt. Dann mische ich die Karten noch einmal hier zusammen. Und dann mache ich dein erstes Zaubererfoto. Jeder Zauberer hat dieselben Fotos. Und zwar alle haben so ein Zauberfoto, wo man so ganz unangenehm so einen Fächer in der Hand hält. Mhm. Dann mache ich hier einmal so einen Fächer auf und du siehst, dass die Kartenbild oben, Bild unten ganz verrückt gemischt sind. So, perfekt. Wir tauschen einmal. Ich nehme dir einmal die Kamera ab und du stellst dich einmal hier hin zu mir. Genau. Und du filmst das schön über die Schulter. Perfekt. Und dass man immer sieht, dass alle Kartenbild oben, Bild unten gemischt sind. Und wir machen einmal ein Foto. Perfekt, wunderbar. Jetzt darfst du die Karten einmal wieder zusammen machen. Präg dir das Bild gut ein. Leg mal die Karten genau hier auf dein Handy drauf. Sehr gut. Wir haben es letztes Mal geschafft. Letztes Mal habe ich einen Finger geschnipst, alle Karten haben es wieder richtig rumgedreht. Wir sind zu dem Moment zurückgesprungen, wo nur eine Karte falsch rum war. Das werde ich wieder versuchen. Funktioniert. Ja. So. Nein! War das deine Karte? Nein. Okay, ist kein Problem. Vielleicht haben sich mehrere rumgedreht. Da ist... Oh, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Das ist, ich hatte so eine gute Fallhöhe. Oh, Junge. Vielleicht sind wir einfach zum falschen Moment zurückgesprungen. Vielleicht können wir es noch retten. Weißt du, wie man einen Moment festhält? Ein Foto. Mhm. Willst du mal das letzte Foto aufmachen, was wir gemacht haben? Wie kann das denn sein? Hä? Ist das nicht wunderschön? Hä? Weiß auch nicht, wie der geht, aber der ist richtig gut. So, Freunde, wir sind ganz bald auf Tour. Antonia und ich, wir gehen jetzt bald auf große Welttournee. Wir starten in Las Vegas, hören auf in Macau und zwischendrin machen wir vielleicht auch noch Dresden. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, schaut auf jeden Fall bei Antonia vorbei. Es war richtig gut und nächstes Zaubervideo. Wenn wir mal einen Zauberkasten testen sollen. Zwei Profis quasi. Einfach mal ein Like da lassen. Übrigens, gibt jetzt eine Online-Show. Bist du auch dabei? Schaust du zu? Safe. Sehr gut. Link unten in der Beschreibung. Zuschauen, mitmachen. Toll. Und vor allem hier. Einfach mal vorbeischauen. Und legt ein gutes Wort für mich ein, dass ich nochmal eingeladen werde. Okay? Perfekt, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war so cool.